Moin moin, liebe Freunde der planetaren Ausbeutung. Heute mal wieder ein kleines Tutorial-Video, aber vorweg nochmal herzlichen Dank für den überwältigenden Support zu meinem ersten Tipps und Tricks-Video. Habe ich sehr gefreut, danke für das positive Feedback, herzlichen Dank. Heute schauen wir uns mal eine Hürde an, die erste Hürde im Dyson Sphere Program, und zwar gelbe Matrizen. Die gelbe Matrix ist die erste Matrix, die tatsächlich eine Ressource benötigt, die du nicht auf deinem Heimatplaneten findest, nämlich Titan für die Titaniumkristalle. Wie du jetzt am besten Titan aus deinem Sonnensystem auf deinem Heimatplaneten hinbringst, was du für Voraussetzungen erfüllen müsstest und wie es für dich vielleicht am einfachsten geht, das schauen wir uns in diesem Video an, also dranbleiben. Ich bin der Toki, danke fürs Anklicken und los geht's! Ohne Umschweife geht es auch jetzt direkt los. Gelbe Matrizen. Welche Voraussetzungen benötigen wir also vor unserem ersten Trip ins Weltall? Natürlich sollten wir die Structure Matrix, in dem Fall die gelben Matrizen, erforscht haben. Generell gilt, erforscht alles, was blaue und rote Matrizen benötigt. Dann seid ihr schon mal auf einem guten Weg. Wichtig war vor allem hier auf jeden Fall die Thruster-Geschichten, die sind wichtig. Das wird später alles wichtig. Warum, erkläre ich euch dann. Auf jeden Fall die Structure Matrix, und die schauen wir uns jetzt mal genau an. Die Structure Matrix benötigt alle 8 Sekunden einen Diamanten und einen Titaniumkristall. Das Rezept schauen wir uns noch mal hier kurz ein bisschen genauer an. Ein Diamant, der ist recht einfach, den machen wir aus dem Energized Graphite. Alle 2 Sekunden wird da einer gemacht, von daher recht selbsterklärend. Und dann haben wir hier das etwas kompliziertere Rezept, Titaniumkristalle. Und da machen wir alle 4 Sekunden eins. Der zweite Punkt, die zweite Voraussetzung, die ihr schaffen solltet, bevor ihr losrennt, ist, baut euch schon mal die Forschung auf, also die Produktion der gelben Matrizen. Was bedeutet das konkret? Ich habe das hier für euch mal vorbereitet. Wir haben hier auf der linken Seite die Kohlegewinnung, daraus werden dann die Energized Graphites gemacht. Und aus denen dann die Diamanten. Wir müssen uns auch erstmal überlegen, vorweg, bevor wir quasi alles aufbauen, das mache ich jedenfalls immer so, ist, wie viel möchte ich eigentlich produzieren? Ich für meinen Teil möchte gerne 2 gelbe Matrizen pro Sekunde haben. Deswegen wird es jetzt kurz ein bisschen mathematisch. 2 gelbe Matrizen pro Sekunde bedeutet, wenn ich alle 8 Sekunden eine mache, dann brauche ich mindestens 8 Labore, damit ich pro Sekunde 1 mache. Ich will aber pro Sekunde 2, also brauche ich 16. 16 Labore. Die könnt ihr hier in 2 Achter-Columns aufbauen, aber soweit seid ihr noch nicht in der Forschung, deswegen würde ich empfehlen 4x4. Damit habt ihr denn die 16 Labore hingestellt. Die 16 Labore benötigen aber auch entsprechend die Ressourcen, und das bedeutet konkret, dass wir also mindestens 2 Titaniumkristalle pro Sekunde benötigen, sowie auch 2 Diamanten pro Sekunde. Diamanten, wie eben schon erzählt, recht einfach. Hier, das Rezept sagt einfach, alle 2 Sekunden stellen wir einen her. Wenn wir also 2 Schmelzer hinbauen, haben wir pro Sekunde einen. Wir brauchen 2, also stellen wir 4 Schmelzer hin. An dieser Stelle habe ich 6 hingestellt, einfach um noch einen kleinen Puffer, ein kleines Lager zu haben, weil wirklich die Herstellung von Diamanten recht einfach ist. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Wir brauchen nämlich 2 von den Titaniumkristallen pro Sekunde. Und wir machen vom Rezept her 4 pro Sekunde, 4 Sekunden 1, also alle 4 Sekunden ein Kristall. Bedeutet, wenn wir 4 Assembler hinstellen, machen wir 1 pro Sekunde, stellen wir 8 hin, machen wir 2 pro Sekunde. Exakt das, was wir möchten. An dieser Stelle nochmal erwähnt, das sind die Level 2 Assembler, denn nur diese haben, wie ihr jetzt auch in der Forschung sehen könntet, die Rate 1,0. Was bedeutet das? Wir haben, wenn wir den ersten Assembler erforschen, ihr seht es, unter Production Speed 0,75. Das heißt, die Rezepte können nicht 1:1 umgesetzt werden. Nehmen wir es mal am Beispiel von dem Rezept der Assembler, direkt was eingeblendet wird. Alle 2 Sekunden 1 stimmt nicht. Er braucht länger. Alle 2 Sekunden ein Assembler würde wahr sein, wenn der Production Speed 1,0 ist. Das ist er hier nicht. Das bitte immer im Kopf behalten, denn später bei denen hier ist der Production Speed 1,0. Das heißt, nur mit den blauen Assemblern erreicht ihr quasi auch wirklich den Rezeptdurchsatz, den ihr quasi benötigt. Deswegen hier die blauen, die könnt ihr aber auch schon erforschen mit blau und gelb, mit blau und roten Matrizen, von daher kein Problem. Dann baut das so auf, ihr braucht 8 davon, deswegen braucht ihr für diese Titaniumkristalle erstmal Titan und organische Kristalle. Titanbarren braucht ihr in dem Fall, ich habe das mal ausgerechnet, braucht ihr 6 Titanbarren pro Sekunde und 2 organische Kristalle pro Sekunde.
Ne? Kurz überrechnet oder gerechnet, wenn wir 4 von denen hinstellen, brauchen wir, ja, wir brauchen einfach doppelt so viel, ne? 6 und 2, ganz klar. So, dann empfehle ich euch hier ein kleines Lager hinzustellen. Warum das wichtig ist später, weil, was heißt später, ich kann es euch natürlich jetzt sagen, weil ihr natürlich die ersten Trips noch nicht automatisieren könnt. Logischerweise, da fehlt euch die Technologie. Deswegen werdet ihr nicht drum herum kommen, ein, zweimal vielleicht hin und her zu fliegen, um Titanbarren direkt hier einzuspeisen. So, die Sache, dann geht es hier weiter, die organischen Kristalle, darauf gehe ich jetzt nicht so im Detail ein. Sei nur so viel gesagt, diese Ratio ist falsch, ich brauche exakt doppelt so viele. Also, ihr braucht 12 Plastikhersteller und 12 organische Kristallehersteller und dementsprechend auch viel Öl. Von daher, das euch aufzubauen, ja, überlasse ich euch. Wichtig ist, ihr braucht 2 von den organischen Kristallen pro Sekunde. Wenn ihr das habt und soweit vorbereitet habt, dann erfolgt der nächste Schritt. Vorbereitung der Reise. Dazu kann ich euch nur folgende Sachen empfehlen. Ich habe das hier schon mal in so ein kleines Inventar für die Reise vorbereitet. Ich habe sehr viel Treibstoff dabei, denn der Mech verbraucht natürlich auch Energie, und zwar sehr viel Energie, wenn er beschleunigt und bremst oder generell die Richtung ändert im Weltraum. Deswegen habt auf jeden Fall genug Treibstoff da. Es gibt nichts Schlimmeres, als im Weltraum quasi ohne Energie zu sein. Das ist jetzt kein Todesurteil. Aber es ist so, dass ihr dadurch sehr viel Zeit verliert, weil euer Mech generell sehr wenig Energie generiert. Wir können kurz reinschauen. Und zwar 80 Kilowatt pro Sekunde. Das ist nicht viel. Deswegen habt immer genug Treibstoff. Dann solltet ihr auf jeden Fall Fließbänder dabei haben. Fließbänder und Sorter und Splitter. Dann Miner und Schmelzer. Weil ihr wollt ja natürlich Titan abbauen, ja, und natürlich gleich in Titanbarren schmelzen. Das sollte alles auf diesem Planeten geschehen. Ganz übel oder ganz arg, wenn ihr ganz arge Stromprobleme habt, dann könnt ihr auch vor Ort, also sprich, das schmelzen lassen, sondern einfach nur das reine Titan hierher karren auf deinen Heimatplaneten, auf den Heimatplaneten und dann hier vor Ort schmelzen. Die Möglichkeit gibt es natürlich auch. Dann, darüber hinaus, braucht ihr Tesla-Türme, ihr braucht Wireless Power Transmitter oder Wireless Power Tower, denn ihr müsst auf jeden Fall mehr als eine Ader anfassen und die könnten durchaus ein paar Meter auseinander sein, deswegen, um einfach Power zu übertragen. Windturbinen, und zwar nehmt bitte mehr mit als 8. Wenn wir jetzt hier mal auf so einen Schmelzer achten, der braucht nämlich 360 Kilowatt und eine Turbine macht 300 Kilowatt, vorausgesetzt 100% Turbinenpower ist am Start. Ist es aber nicht. Denn, und dann kommen wir gleich, ich werde das hier kurz abschließen und dann kommen wir kurz zur Auswahl des Planeten. Das heißt, nehmt Strom mit. Ihr könnt natürlich auch Thermalpower-Generatoren mitnehmen, Thermalpower-Stations. Da müsstet ihr dann natürlich entsprechend Kohle oder Graphite oder sowas mitnehmen, um vielleicht ein kleines Lager aufzubauen, da vielleicht 1000, 2000 reinzudumpen und dann habt ihr erstmal Ruhe. Aber wie gesagt, Windenergie ist halt natürlich oder Solarenergie dementsprechend besser, weil es halt nie ausgeht. Zusätzlich dazu, später dann Interstellar Logistics Station, da komme ich aber dann später dazu, warum das denn wichtig ist. Die könnt ihr bei eurem ersten Trip noch nicht mitnehmen, weil noch nicht erforscht. Und natürlich die Storage MK2, nehmt sie gleich mit. Besser, ihr habt dann Stahl und Stein aus denen, werden die gemacht. Und mit dem MK2 Lager habt ihr auf jeden Fall einen größeren Puffer. Wenn ihr das alles beisammen habt, geht es erstmal darum, zu welchem Planeten ihr wollt. Dazu ein Druck auf M, ein bisschen rauszoomen und schon seid ihr im Sonnensystem. In meinem Sonnensystem hier gibt es neben meinem Hauptplaneten, Heimatplaneten, noch 2 andere Planeten und einen blauen Gas-Giant oder Ice-Giant, wie er heißt. Der soll uns aber erstmal nicht interessieren. Wir klicken auf mal Beta Hydrae 1. Dieser Planet, ihr seht es auf der rechten Seite, hat ein bisschen Eisen, 8 Millionen Kupfer. Gar kein Silizium, 7 Mille Titan, sehr viel Stein, 100% Construction Area, das bedeutet, wir können überall bauen, weil es keinen Ozean gibt, und Windenergie 150%, das heißt, anstelle von 300 Kilowatt würden wir genau 450 Kilowatt erzeugen, was mega cool ist, um einfach da mal einen Außenposten zu bauen. Das heißt, theoretisch würde sich das hier sogar anbieten, aber ich habe mich für meinen ersten Außenposten für diesen Planeten hier entschieden, für Beta Hydrae 4. Warum? Eisen, Kupfer ist mir erstmal egal, habe ich auf dem Heimatplaneten. Hier habe ich aber auch noch Silizium und Silizium wird auf jeden Fall sehr wichtig für
später diese ganzen Prozessorherstellung und. Silizium kannst du auch aus so Stein machen, aber da du burnst durch deine Steinvorräte wie nichts, weil du brauchst 10 Stein für ein Siliziumerz und 2 Siliziumerz für ein Siliziumbarren. Also es ist Wahnsinn. Und wir haben hier 12 Millionen Titan. So, und darum ging es mir. 12 Millionen Titan. Was wir hier nicht haben, ist eine ordentliche Energiequelle. Ihr seht, 70% nur Windenergie, 54% Solarenergie. Das wird nichts. Also da kann man im Prinzip nur eigentlich auf Kohle setzen. Ich hatte tatsächlich ein wenig Kohle auf diesem Planeten. Aber diese Kohle ist recht schnell leer gegangen, weil ja, das waren irgendwie 100.000 und das war dann weg. Aber ihr, welchen Planeten ihr am Ende wählt, bleibt euch überlassen. Normalerweise ist der, der näher dran ist, hat leider meistens nur ein Vorkommen und der Eisplanet, der ist meist weiter weg. Der hat meistens mehr Titan, aber ist halt wie gesagt weiter weg. Je nach System oder je nach Sonnensystem, was euch generiert wurde, können auch noch Rare Resources darauf sein, Feuereis und all so ein Kram. Das ist natürlich dann nochmal ein Bonus, wenn ihr das habt. Ne? Okay, dann habt ihr das alles soweit fertig, ihr habt die Forschung fertig, ihr habt hier im Prinzip alles aufgebaut für die gelben Matrizen, Entschuldigung, und seid quasi ready for Takeoff. Überprüft doch mal das Inventar, wichtig wirklich, nehmt genug Treibstoff mit, nehmt genug Stromerzeuger mit, weil ihr werdet erstmal eine Zeit auf dem Planeten bleiben, weil ihr ein bisschen warten müsstet, bis Titan eben losrennt oder die Produktion von Titanbarren. Und jetzt kommt die erste Frage. Wie viel Titan nehmen wir denn bei unserer ersten Reise mit nach Hause? Die Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Bevor ihr das nämlich automatisieren könnt, muss einige Forschung stattfinden. Und zwar welche? Und zwar diese hier. Zum einen braucht ihr Interstellar Logistics System. Und ihr braucht High Strength Titanium Alloy. Das ist sogar quasi eine Voraussetzung dafür, dass ihr das machen könnt. Ihr seht es hier an dem Pfeil. Hier braucht ihr also 80 gelbe Matrizen für, hierfür 120 gelbe Matrizen, also 200. Und damit wäre es im Prinzip schon automatisiert. Wenn ihr jetzt aber doch noch ein bisschen Ruhe haben wollt, vor allem mit der Stromerzeugung, ja, dann empfehle ich euch zusätzlich Mini Fusion Power Generation und High Strength Material zu erforschen. Da sind nochmal 400 on top. 400 gelbe Matrizen on top, die ihr dafür braucht. Und je nachdem, ob ihr mit einem Dyson Swarm spielt oder nicht, ich spiele es in diesem Playthrough nicht, könntet ihr natürlich auch die Energie von einem Dyson Swarm kriegen mit Ray Receivern. Ne? Also davon könntet ihr auch ein paar mitnehmen. Dann hättet ihr da auch, sage ich mal, ein bisschen mehr Ruhe. Gut. Also 400 von den gelben Matrizen bedeutet, wir brauchen 400 von diesen Kristallen. 400 von diesen Kristallen sagt, dass wir 1200 Titanbarren benötigen. 1200 mindestens, um also die Forschung für die vier Forschungsthemen dort abzuschließen. Ich würde euch empfehlen, gleich nochmal, weiß nicht, nehmt 2000 mit. 1200 hier rein in das Ding und die anderen 800 speichert. Deswegen, jetzt geht's erstmal los. Ihr kennt die Reise, einmal die Leertaste gedrückt lassen, dann so ein bisschen gegen die Sterne gucken und W drücken und schon seid ihr außerhalb des Planeten, der Atmosphäre. Dann einmal kurz den Planeten ins Visier nehmen. Das macht ihr mit der mittleren Maustaste. Ne? Da könnt ihr quasi euren Cursor hier. Wenn ihr nur die mittlere Maustaste gedrückt lasst, dann könnt ihr euch quasi umsehen. Wenn ihr die mittlere Maustaste gedrückt lasst, den Planeten ins Visier nehmt und dann W drückt, richtet euch euer Bot danach aus. Und jetzt fliegen wir da direkt hin. Ich werde jetzt hier nochmal den Speed erhöhen mit Shift. Ihr seht unten den Sail Speed und ihr seht aber auch, die Energie geht ganz schön schnell runter. Und das meine ich damit. Am Anfang habt ihr nur 1000 Sail Speed. Und wenn ihr auch auf dem Forschungsstand seid wie ich damals, dann ist eure Energie fast leer, wenn ihr auf 1000 beschleunigt habt. Ich gebe euch nur den Rat, behaltet euch ein bisschen Energie zum Drehen und Wenden, weil manchmal der Planet bewegt sich ja, ist ja an der Umlaufbahn. Ich melde mich wieder, wenn ich gelandet bin. So, wir befinden uns im Landeanflug. Ihr seht, der Planet kommt immer näher. Ich richte mich nochmal aus, drücke W, alles klar. Wir sind bei 2000 Meter pro Sekunde. Direkt mal Kopfnuss, bumm, direkt auf dem Planeten gelandet. Der Roboter, ja, dem geht's gut, was für mich immer ein Wunder ist nach so einer Landung. Okay, so jetzt gucken wir uns das hier mal so ein bisschen an. Ich finde diese Planeten sehr schön, alles sehr plan. Ja, ich kann hier einfach bauen, wie ich will. Und hier kommen wir zu meiner Station. Also was habe ich am Anfang gemacht? Ich hatte am Anfang sehr viel Kohle noch, das heißt 100.000, das reicht aber erstmal. Und habe hier ein kleines Kohlekraftwerk gebaut, damit ich
durchaus erstmal die ersten Miner und so bedienen kann. Dann habe ich hier drei Miner gebaut und hier haben wir die erste Schmelzung. Ich kann euch sagen, wir haben ja gesagt, wir brauchen mindestens 6 Titanbarren pro Sekunde. Das bedeutet, wir bauen hier die Schmelzer dementsprechend auf. Ein Schmelzer macht einen Titanbarren alle 2 Sekunden. Das heißt, 2 Schmelzer machen einen pro Sekunde. Wir brauchen aber 6. Also brauchen wir 12. 12 Schmelzer brauchen wir, damit wir den konstanten Flow quasi für unsere Forschung aufrechterhalten können. Und mit diesen 6 Schmelzern, ich würde noch mal ein paar mehr bauen. Ich habe auch nur 6, ne? Ah, tatsächlich. Ne, ich habe 12 Schmelzer. Tatsächlich brauche ich sogar noch mal ein bisschen mehr. Aber hier wird auch gerade das gespeichert. So, und eure erste Amtshandlung wird sein, euch so ein Konstrukt aufzubauen. Ihr baut euch halt 3 von den Minern oder je nachdem wie viel benötigt, um die Titanader quasi abzubauen und entsprechend viele Schmelzer. 12 an der Zahl, beziehungsweise was hatte ich jetzt gesagt? Ja, 12 braucht ihr, damit ihr diesen Flow von Titan quasi rechtfertigen könnt oder aufrechterhalten könnt. Und dann baut ihr Lager. Ne? Und dann wird das da erstmal reingehauen. Ihr baut nebenher nochmal ein paar Windkraftwerke auf, wie es ihr auch hier seht. Wenn ihr schon Lust habt, könntet ihr auch Silizium schon abbauen, aber ich würde es euch nicht raten, weil Energie ist Mangelware hier auf diesem Planeten und dementsprechend beschränkt euch erstmal auf das Nötigste, bis ihr eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut habt. Und das Nötigste ist Titan. So, dann warten wir jetzt mal ein bisschen ab. Ihr wartet also, bis ihr ungefähr 2000 Titan hier reinkriegt. Das sind dann hier entsprechend 20 von diesen Plätzen. Es geht hier auch recht schnell. Und 20 von den Plätzen nehmt ihr dann mit. Und habt dann quasi im Gepäck. So. Okay, dann fliegt ihr damit quasi zurück und beginnt die Forschung. Dann werde ich kurz nochmal, so wenn ihr hier sind, schon das mal euch kurz mal erklären. Wir haben hier eine Interstellar Logistics Station. Und das ist ja auch die Forschung, die wir als erstes machen wollen hier oben. Das Ding. Was damit passiert ist, das ist eine Station, in die ihr einfach so Sachen reinschieben könnt. Die müsst ihr denn hier quasi benennen, weil sonst kommen die nicht rein. Und dann könnt ihr hier quasi eingeben, was diese Station mit diesem Gut machen soll. In dem Fall für Titan ist es auf Local und Remote Supply gesetzt. Das bedeutet an der Stelle A, diese Station verteilt auf diesem Planeten. Und das bedeutet Local Supply. Und diese Station verteilt im Sonnensystem, beziehungsweise überall. Das bedeutet Remote Supply. Also auf jeden Fall das so einstellen. Und dann wird das Titan auch abgeholt oder die Titanbarren abgeholt von entsprechend euren Vessels. Und zwar diese Logistik-Vessels. Und die müsst ihr bauen. 10 passen rein in so eine Station. Und die werden dann von Planet zu Planet fliegen mit entsprechend viel Titan. Ihr könnt das halt auch, die Carrying Capacity könnt ihr später upgraden. Aber schreibt mal ruhig in die Kommentare, ob ich nochmal ein extra Video fürs Logistiksystem machen soll. Weil das ist nämlich nicht ganz ohne. Vor allem gab es jetzt vor kurzem ein Update mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Okay, warum ist es wichtig, übrigens 2000 Titan mitzunehmen? Weil ihr, wie ihr seht, von diesen Logistik-Vessels braucht ihr in erster Linie Titan-Alloy, also das hier, um die zu bauen. Und dafür benötigt ihr auch noch ein bisschen Titan. Stahl und diese Sulfursäure, die findet ihr quasi auf eurem Heimatplaneten, beziehungsweise könnt ihr sie dort erzeugen. Okay, wenn ihr das gemacht habt und die Einstellungen sind fertig, dann steht dem hier auch nichts im Wege. Was ich hier noch gemacht habe ist, und das meinte ich ja vorhin, mit der Forschung, mit den Matrizen, ihr habt 600 Stück und ihr erforscht einfach nochmal Mini-Fusion, Power Generation und High-Strength Material, um eben das zu bauen. Dann könnt ihr nämlich auf dem Heimatplaneten diese Kraftwerke bauen und davon einfach 6 Stück und schon habt ihr überhaupt kein Problem mehr, was die Stromversorgung angeht. Ihr seht es hier, ne, die sind halt einfach super, die sind auch super auch für euren Mac. Aber hier, ihr seht hier gerade, kommt ein neues Raumschiff an, das lädt sich jetzt hier voll. Und wird dann auch gleich wieder losfliegen. Ja. Gut. Das soll es erstmal gewesen sein hier auf dem Titanplaneten. Wir sehen uns gleich wieder auf der Erde. So. Und da sind wir auch schon wieder. Wenn ihr jetzt das Titan quasi an Bord habt, fliegt ihr natürlich zu eurer gelben Matrix-Produktion. Lass mich kurz gucken, wo das bei mir ist.
Das, das, das. Hier ist lila. Da ist gelb. Dann werft ihr den ganzen Kram hier einfach in den Behälter rein. 1200. Und dann solltet ihr exakt so viele Matrizen produzieren, wie ihr für die Forschung benötigt. Und für die Automatisierung. Denn habt ihr das erstmal gebaut oder erforscht, die Automatisierung, dann geht es auch daran, genau diese Sachen einmal zu bauen. Zwei Stück von denen, eine für den Heimatplaneten, eine für den Eisplaneten oder den entsprechenden Planeten, wo euer Titan ist. Und am besten, wenn ihr noch könnt, 20 von diesen Logistics Vessels hinterher. Ich gehe noch mal ganz kurz über die Einstellung der Logistics Station hier auf der Erde. Wo haben wir sie? Ja, okay. Wupp. Können wir mal wieder landen? So. Danke. Und zwar haben wir die hier. Und hier sage ich, ich möchte gerne Demand, also ich fordere Titan an. Dementsprechend seht ihr hier plus 530 im Transit. Aktuell werden also 530 Titanen vom Eisplaneten, ach hier, kommen direkt an. Ne, das ist Silizium, okay. Werden sie quasi rübergezogen vom Eisplaneten. Ihr seht, ich habe so einen kleinen Siliziummangel. Das ist so ein kleines Problem, aber ja, so müsst ihr das hier einstellen. Silizium hat die gleiche Einstellung. Und in dem Fall haben wir das alles soweit fertig. Und hier kommt das Titan an und wird dann entsprechend zum Beispiel hier rein verteilt. Hier habe ich das Alloy, was gebaut wird. Vier Stück reichen hier, das ganze Ding ist voll. Und dann könnt ihr mit dem Alloy, mit noch so diesen Super Magnetic Rings und ein wenig Deuterium, baut ihr dann schon diese vier, es reichen vier Assembler, mit den Deuterian Fuel Rods. Und ihr seht, ich habe vier, ne? Vier von den Dingern. Und ihr seht einfach mal, wie viele Kraftwerke ich damit betreiben kann. Und trotzdem werden die Dinger nicht leer. Nein, ich habe noch einen kompletten Lager voll mit den Teilen und nochmal 5000 hier drin. Und das ist die andere Logistics Station, die Interstellare, die quasi diese Fuel Rods auf den Planeten, auf den Eisplaneten schickt, um dort die Stromversorgung zu sichern. Gut, soweit erstmal hierzu. So, meine Lieben, das war es erstmal wieder für heute für das gelbe Matrix-Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte eigentlich jeden Kommentar. Und ansonsten kommt auch einfach Dienstag, Donnerstag oder Sonntags im Stream vorbei. Wir sind eine richtig kleine Community und haben sehr vielen Neueinsteigern schon helfen können. Von daher, das Angebot steht, schaut vorbei. Wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo, eine Glocke und ein Like freuen. Und ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Danke fürs Klicken und bis dahin, euer Chucky. Dann hier. Ach, alter Schwede, mein Gott. Da kriegst du auf jeden Fall mal kurz einen heftigen Herzinfarkt.